Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Lasst uns zusammen die Familie der Tasteninstrumente entdecken. Schaut mal her. Ich habe euch zwei Tasten mitgebracht. Wisst ihr, von welchem Tasteninstrument diese Tasten sein könnten? Genau, von einem Klavier. Und jetzt schaut mal hinter mich. Seht ihr die große schwarze Kiste da? Sieht aus wie ein Engelsflügel. Und so nennt man die schwarze Kiste von Klavier auch. Flügel. Flügel ist quasi ein liegendes Klavier. Und jetzt öffne ich mal den Deckel. Puh, ganz schön schwer. Hier seht ihr ganz viele Saiten in einem goldenen Rahmen gespannt. Ich streichel die mal. Hier, die dünnen Saiten, klingen hell. Und die dicken Saiten klingen dunkel. Und jetzt vergrößere ich den Klang mal. Wollt ihr wissen, wie ich das gemacht habe? Dann schaut mal auf meinen Fuß. Wenn ich das rechte Pedal herunterdrücke, heben sich die Dämpfer und die Saite kann frei schwingen. Ohne, mit Pedal. Ohne, mit. Aber wo sind denn nun die Tasten von meinem Tasteninstrument namens Klavier bzw. Flügel? Ah, da sind sie ja. Ich zähl mal. Achtundachtzig weiße und schwarze Tasten. Und jetzt brauche ich nicht mehr mit meiner Hand an den Saiten spielen, sondern das übernimmt die Taste für mich durch die Hammermechanik. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Klavier spielt. Das war's mit dem Klavier und jetzt stelle ich euch noch ein weiteres Tasteninstrument vor, das Keyboard. Das hier ist ein Keyboard. Der große Unterschied zum Klavier ist, dass es elektronisch ist. Dadurch ist es nicht ganz so schwer und groß und dadurch bieten sich viel mehr Klangmöglichkeiten an. Ich zeige euch das mal. Klingt ähnlich wie ein Klavier. Jetzt klingt es wie ein Chor. Und jetzt wie eine Flöte. Und ein Keyboard verfügt über die sogenannte Begleitautomatik. Jetzt spiele ich mit. Und jetzt spiele ich ohne Begleitautomatik. Jetzt spielt euch mein Kollege Philipp Erakowitsch das Akkordeon vor.
So, ihr Lieben, das war's mit der Familie der Tasteninstrumente. Wir hoffen, wir konnten die ein oder andere Interesse wecken. Habt ihr Lust, mal vorbeizukommen in der Bergischen Musikschule? Oder habt ihr Lust, mal unsere Homepage zu besuchen? Wir freuen uns auf euch. Tschüss!